Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute die Meta. Die Meta mit Season 5, die wir jetzt haben. Wir haben Top 3 SMG-Video, Top 3 Assault Rifle-Video. Und ja, beide Waffen kommen mit Absicht nicht in diesem Video vor. Ganz einfacher Grund, das sind Top-Waffen, die irgendwo im oberen Meta-Bereich sind, aber nicht die momentane Meta sind. Wenn wir von der aktuellen Meta reden, dann reden wir auch nicht von der Grau, die eine insane Time to Kill hat und durch den Buff wirklich gut geworden ist, aber aufgrund ihrer eingeschränkten Attachment und eingeschränkten Sichtweise mit einem 3er VLK-Visier, was nur 2er Sicht hat, definitiv nicht diesen letzten Schritt schafft in den Meta-Bereich rein. Maximal Sniper Support, auch da würde ich immer noch andere Waffen bevorzugen. Nichtsdestotrotz, was ist jetzt genau Meta? Ihr seht es schon im Hintergrund, vor einem Monat hatten wir schon mal diese Waffe genauer beleuchtet. Sie hat die schnellste Time to Kill, die einfach vorhanden ist in dem Spiel. Keine andere Waffe kommt daran. Die Cooper ist zwar auch in diesem Bereich knapp dahinter, hat bei weitem aber nicht diese Range-Werte. Und ja, selbst die MP wurde extrem gebufft, jedoch ihr Recoil irgendwie nicht, beziehungsweise schon, aber Damage, also da ist auf jeden Fall einiges los gewesen in Patch Notes und die PPSH ist damit eine geisteskranke Maschine, auf Close sowie auch auf den nächsten Range-Stufen kann sie sehr gut mithalten und hat eine extrem hohe Time to Kill, liegt irgendwo bei 580. Wir haben ja also zwei Waffen mit einer extremen Time to Kill, einem extrem großen Magazin und trotzdem relativ soliden bis guten Movement. Das wollen wir uns aber jetzt mal angucken. Und zwar gehen wir rein und gucken uns die UGM an. Die UGM spielen wir genauso fast wie in schon dem letzten Update. Lediglich der Unterlauf und das Extra hat sich ein bisschen verändert, aber wir spielen sie mit dem MX-Schalldämpfer, den Bernard XL214 7x36 Schuss, den PU 3-6-fach Zielfernrohr. Wenn ihr damit ein Problem habt, dass jetzt dieses Zielrohr spiegelt sozusagen, wenn ihr sagt, naja, aber ich will kein Sniper-Glint haben, aber möchte irgendwo trotzdem eine Dreifachvergrößerung bis ein bisschen höher haben. Ich persönlich bin von weggegangen, aber ich kann euch dann das ZF4 3,5 Gewehr-Zielfernrohr empfehlen. Mich persönlich stört dieser fette Rand, der irgendwo die Sicht so ein bisschen behindert für links und rechts daneben. Deswegen scheiß ich drauf und gehe halt auf das 3-6-fach Visier trotz Sniperglint. Wenn ihr aber sagt, nee, das ist mir zu riskant und ja, Personal Preference. Das Visier macht hier eigentlich nicht die Time to Kill groß aus, außer ihr nehmt ein 12-fach. Das MK 12 Nachtsicht, dreifache oder hier 10-fach Visierung rauf, dann brauchen wir nicht darüber reden. Als Schaft nehmen wir den Romula TCA, also den Tech JR mit. Wir nehmen als Extra 1, und das ist eine Besonderheit, nicht Tight Grip oder weiß was ich was, sondern wir nehmen als Extra 1 Überwachen mit. Und zwar aus folgendem Grund: nicht Stütze für die anfänglichen Feuerrückstöße und auch nicht für Dauerfeuer die Präzision. Die Präzision der Waffe ist schon relativ gut bis sehr gut. Lässt sich echt einfach kontrollieren. Sie hat zwar etwas Rückstoßen. Wir haben hier nicht diese Bren No Recoil Version, aber es ist eine, also ist locker handhabbar, aber das, was die Waffe so insane zusätzlich macht, ist einfach ihre Kugelschnelligkeit, die wir hier nochmal on top nach oben schrauben, mit Überwachen halt geisteskrank hoch. Als Extra 2 hier vollgeladen, es gibt genug Möglichkeiten, noch andere Sachen mitzunehmen. Das kann ich euch empfehlen. Und wenn wir komplett auf Meta gehen, dann haben wir jedoch keine Munition, die wir uns suchen müssen. Das ist euch überlassen. Und zwar parat. Denn ihr seht schon, wir haben eine relativ beschissene ZV bei einem LMG, weswegen wir hier das Extra 2 parat ausrüsten und auf ZV gehen. Wenn ihr euch aber sagt, ey, ich habe zwar 125 Schuss, aber nee, ich bin lieber der defensive Spieler und boah, nee, hör mir auf mit ZV, dann nehmt ihr auf jeden Fall vollgeladen. Aber wenn ihr das Maximum rausholen wollt, müssen wir hier mit Extra 2 parat spielen. Wir gehen von der besten Klasse aus, der Meta-Klasse, und das ist Extra 2 parat. Als Griff nehmen wir den Rastergriff mit Magazin. Das 125 Schuss Magazin, 6,5 mm, Munition natürlich verlängert und Unterlauf M19 Strife gewinkelt. Das also das Meta-Loadout für
die Strandkoralle, Schrägstrich UGM, Strandkoralle, der vorangegangene Bauplan, den ihr sicherlich auch benutzen könnt aus dem Battle Pass. Die beste Klasse, das Nonplusultra, die momentane Meta. Gucken wir uns dagegen die PPSH an, die momentan Meta ist. Und zwar spielen die anders als wie viele noch kennen als Hipfire-Build. Wirklich, Recoil ist zwar stark, stärker, aber leicht zu kontrollieren, weil er wirklich nur schräg nach oben geht. Wir können das sehr gut kontrollieren, ob jetzt nur mit Controller oder mit Maus, ist wirklich gar kein Problem. Wir nehmen also hier den F8 Stabilisierung mit, wir nehmen den Empress 140 schnell mit für diese insane Schussrate und Kugelschnelligkeit, das was die Waffe so geisteskrank macht. Als Visier nehmen wir hier den Schieferreflektor mit persönlicher Empfindung. Ihr könnt auch den Monokular mitnehmen, aber dass wir keine Achtfach-Visierung raufmachen, sollte, glaube ich, jedem bewusst sein, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Als Scharf nehmen wir den Empress S12P mit, Unterlauf den M19 Strife gewinkelt. Wir nehmen hier das große Magazin mit, das 71-Schuss-Magazin. Wichtig hierbei nicht das Gorenko-Magazin, sondern das erste 8mm, weil Rückstoßkontrolle, Präzision nach oben, Bewegungstempo, holen wir nachher wieder gleich raus mit Quick. Ihr werdet es sehen. Das ist auf jeden Fall hier ein kleiner feiner Unterschied. Maximum Magazin, aber das obere 1000-mal besser als das untere. Auch wenn die Werte hier, lasst euch da nicht irritieren von den Balken. Wir nehmen also 8mm Nambu, 71 Schuss mit. Als Munition 1 nehmen wir Unterschall mit. Tut mir auch den Gefallen, wenn ihr schon eine Nahkampfwaffe spielt, die keinen Schalldämpfer drauf hat. Um Gottes Willen, macht keine Tracer-Munition drauf. Ja, wir alle wissen, wie geil es ist und wie cool Tracer aussehen und ich kann das alles nachvollziehen, aber es ist scheiße und es behindert euch, weil es bringt nichts, wenn euch denn sowieso jeder sieht. Okay, im Nachkampf mag das sein, auf Long-Range-Sachen ist es sowieso noch bescheuerter. Wir brauchen nicht drüber reden, nur mal so als kleine Anmerkung. Also Munition 1, Unterschall, Griff, Polymer, extra 1, wie schon bei vielen anderen Sachen. Bei MPs, die wir jetzt hatten, bei der RA 225, als auch hier, nehmen wir fester Griff mit für diesen Recoil, für diese gute Kontrolle bis sehr gute Kontrolle und als extra 2, um das Movement wieder rauszuholen, nehmen wir schnell mit. Also haben wir hier die beste PPSH-Klasse, die es momentan on top gibt. Wir haben zwar jetzt gerade Sonntag bei der Aufnahme und ihr seht das Video Dienstag. Erfahrungsgemäß kommt irgendwo Mittwoch, Donnerstag nochmal ein Patch. Wir hoffen aber mal, dass wir dann genug Möglichkeiten haben, mit den anderen Top 3 SMGs das auszubessern. Wenn nicht gepatcht wird, werden wir auf jeden Fall, denke ich, eine Weile diese Meta sehen. Wir haben wieder eine LMG-Meta mit einer insane Time-to-Kill-MP. Ja, macht durchaus Spaß, dieses Loadout zu spielen. Ist geisteskrank, aber ich denke, in ein paar Tagen wird es einigen auch auf den Sack gehen. Nichtsdestotrotz, das Meta-Loadout, in dem wir uns momentan befinden. Persönliche Empfehlung nur von mir. Kaltblütig, Overkill, Kampfspeer, Stim und Wurfmesser. Warum kaltblütig und nicht Winden? Winden wurde genervt. Zusammenflicken nehme ich auch ganz gerne mit. Aber es haben halt noch extrem viele Leute Kampfspeer. Ich nutze es ja selber auch. Ihr wisst warum. Das soll es gewesen sein. Schnelle Welle. Das Video für die Meta-Klasse. Ich hoffe, ohne große Auswertung von Time-to-Kill-Tabellen, wie wir es sonst machen, hat das einigen von euch geholfen, beziehungsweise verstehen es einige von euch. Nichtsdestotrotz könnt ihr gerne im Discord nachfragen. Wir sehen uns sonst beim nächsten Mal. Peace. Haut rein.